herr präsident! über die bankenunion ist es den finanzinstituten wahrlich gelungen uns den absurdesten streich in der modernen finanzgeschichte zu spielen. sie sollen nun der zentralen aufsicht der zentralbank der europäischen unterstellt werden. das ist aus sicht der banken ein notwendiges übel denn das wahre ziel heißt ja steuergelder aus dem esm zur direkten refinanzierung zu bekommen. aber wo ist das problem? die bankschulden sind ja um ein vielfaches größer als die staatsschulden der kriselnden mitgliedstaaten. wie finanzieren das vergangene und zukünftige zocken privater akteure mit öffentlichen geldern? wie ermutigen sie sogar noch riskanter vorzugehen da es sich nun um marktunabhängige mit steuergeldern finanziert da sie sich hiermit mit steuergeldern refinanzieren können? das ist also ein reines anreizdebakel. und ich frage sie wie würden wohl 1000 kasinobesucher spielen wenn sie wüssten dass ihre verluste zwar von der eu getragen werden aber die gewinne sie selber einstecken dürften? besten dank!